Nach Regensturm in Frankreich. Schlammlawine tötet eine Frau. Krieg gegen die Ukraine. Selenskyj fordert schnellere Waffenlieferungen. Finnischer Abgeordneter nach mutmaßlicher Beteiligung an Schießerei aus Fraktion ausgeschlossen. Bei heftigen Gewittern in Frankreich wurde mindestens eine Frau getötet. Die 57-jährige Frau starb, nachdem eine Schlammlawine ihr Haus in Courmel in Nordfrankreich zerstörte. Ihr Ehemann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die heftigen Unwetter hatten in der Nacht begonnen. Etwa 40 Bewohner des Dorfes waren von der Wetterkatastrophe betroffen. Die Rettungskräfte waren Berichten zufolge schnell vor Ort. In der Region Côte d'Or, südöstlich von Paris, wurden insgesamt 350 Hektar Land in kürzester Zeit durch Regen und riesige Hagelkörner verwüstet. Nach jüngsten Überschwemmungen ist das ein weiterer massiver wirtschaftlicher Schaden für die Region. Auch die Weinberge im Burgund wurden von dem Unwetter schwer getroffen. Vous seriez passé hier, vous auriez dit c'est magnifique, c'est ouvert, des beaux cordons, la vigne est belle et tout. Et aujourd'hui, vous vous demandez s'il y a de la vigne, quoi. Vous vous demandez ce que c'est, quoi. Ça ressemble plus à de la vigne. Il a suffi d'une soirée pour tout mettre à néant le travail de l'année. Die Region um Chablis wurde am Mittwochabend schwer von Hagel getroffen. Das Unwetter dauerte nur 20 Minuten an, zerstörte aber ganze Weinberge. In den vergangenen Monaten hat die Ukraine Gebiete in der östlichen Region Donetsk an Russland verloren. Obwohl die USA schließlich zugestimmt haben, 61 Milliarden Dollar an militärischer Unterstützung zu schicken, wird dies laut der ukrainischen Armee nur ausreichen, um die Front zu halten und möglicherweise verlorene Gebiete zurückzugewinnen. Die Lage hat sich vor allem aufgrund eines erheblichen Mangels an Munition und Waffen der westlichen Verbündeten verschlechtert. Die ukrainischen Streitkräfte rationieren Munition. Sie haben etwa 2000 Schuss pro Tag im Vergleich zu den 7000 Schuss auf der russischen Seite. Effectively all the ground that's lost is more difficult. So you have to fight back over that ground. But I think also the calculation in Putin's mind has slightly changed to say, well, the tactics that we're using, they're brutal, quite frankly, but we're making ground. And Putin's probably in a slightly more advantageous position than as he was in 6 months, because it's effectively working and he's able to go on the offensive. So I think it is really quite dire for the Ukrainians now. And the real challenge is that all of this equipment that's going, the new ammunition, will probably only hold the front lines. Russland setzt die sogenannte menschliche Welle ein. Sie ordern eine große Anzahl schlecht ausgebildeter Soldaten auf die Schlachtfelder, damit die Ukrainer möglichst viel Munition verbrauchen. Danach setzen sie qualifizierte Truppen mit Ausbildung und fortschrittlichen Waffen ein. Oleksandr Matyash ist ein ukrainischer Offizier, der seit Februar 2022 an der Front ist. Er kämpfte in Bucha und im Osten. Sein Bataillon kämpfte in Avdiivka. We will win this war, but the losses can be critical for Ukraine. We have no enough people, you know. At the start of the war, we have 38 millions. Too many people live. Someone don't want to fight. Someone can't fight. If we will lose too many people, we just can't defend our country. So we need help. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat in Kiew gegenüber dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj eingeräumt, dass die Ukraine seit Monaten unterlegen ist und somit nicht an der Front vorrücken konnte. Mehr Unterstützung ist auf dem Weg, versprach er. Ursula von der Leyen hat bei einem Besuch im Libanon ein Hilfspaket in Höhe von 1 Milliarde Euro angekündigt. Damit soll dem Land geholfen werden, den Zustrom von Migranten in die EU und insbesondere nach Zypern zu verringern. Die Mittelmeerinsel, die weniger als 200 Kilometer von Libanon entfernt liegt, verzeichnet einen deutlichen Anstieg der Ankunft von Flüchtlingen aus dem Nahen Osten. We are committed to maintain legal pathways open to Europe and resettle refugees from Lebanon to the European Union.
At the same time, we count on your good cooperation to prevent illegal migration and to combat migrant smuggling. Von der Leyen machte nicht deutlich, ob die Freigabe der Mittel, die bis 2027 zur Verfügung stehen, an die Erfüllung von Meilensteinen geknüpft wird. Wirtschaftsreformen oder die Stärkung des Bildungs- und Gesundheitssystems sind nur einige der Herausforderungen für ein Land, das sich in einer tiefen Krise befindet. Nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks ist der Libanon das Land mit den meisten Flüchtlingen pro Kopf der Bevölkerung weltweit. 1,5 Millionen von ihnen sind Syrer und etwa 200.000 Palästinenser. Sowohl Brüssel als auch Beirut fordern nun die freiwillige Rückkehr nach Syrien. Experten bleiben skeptisch. This is not the sustainable solution for the refugees. Once again, I think to become sustainable, the EU, after the European elections, should be able, with the new commission and the new leadership, to come up with a roadmap for the political process in Syria, or else the refugees will keep on going. And if Lebanon doesn't know how to manage this portfolio or will manage it in a very corrupt manner, we will continue on having the refugee problems once in a while, and it's not going to disappear. Die traditionelle politische Instabilität des Libanon wurde zuletzt durch eine tiefe Wirtschaftskrise verstärkt, in der das Bruttoinlandsprodukt zwischen 2019 und 2021 um 35,6% gesunken ist. In den vergangenen Monaten hat die EU mehrere Wirtschaftsabkommen mit nordafrikanischen Ländern, darunter Ägypten und Tunesien, unterzeichnet, um die Ankunft von Migranten an den europäischen Grenzen zu verringern. Gegen den finnischen Abgeordneten Timo Vonanen hat die Polizei wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung in einer Schießerei vor einer Karaoke-Bar in Helsinki Ermittlungen eingeleitet. Er wurde aufgrund einer einstimmigen Entscheidung aus der Parlamentsfraktion der Finnenpartei ausgeschlossen. Das spiegelt einen Mangel an Vertrauen in ihm nach dem Vorfall wider. Omasta puolestani voin sanoa sen, että mikäli perussuomalaisten kansanedustaja kulkee päihtyneenä aseen kanssa Helsingissä ravintolassa ja ampuu sillä, niin siinä on riittävästi luottamuspulaa. Die Parteivorsitzende Rika Pura sagte, die Partei werde zu einem späteren Zeitpunkt über die Mitgliedschaft von Anens in der Partei diskutieren. Demonstranten haben ihre Proteste an der renommierten Pariser Universität Sorbonne zur Unterstützung der Palästinenser begonnen. Unter anderem fordern sie, dass die Universität sich von Unternehmen trennt, die wirtschaftliche und akademische Beziehung zu Israel unterhalten. In Frankreich protestieren Studenten seit einer Woche an verschiedenen Einrichtungen und besetzen bereits die Universitäten Sciences Po und Sorbonne. Nachdem die Polizei die Proteste aufgelöst hatte, begannen sie jedoch an einer anderen Bildungseinrichtung erneut. Tausende haben erneut in der slowakischen Hauptstadt gegen eine Überarbeitung des öffentlichen Rundfunks protestiert. Kritikern zufolge würde dieser Plan den Rundfunk vollständig unter staatliche Kontrolle bringen. Ukazujeme všetkým, že si nenecháme zobrať slobodu, že sa nenecháme vyhnať zo Slovenska, ktoré milujeme, a že nedovolíme, aby Fico Slovensko zatiahol niekam mimo Európu, niekam do Ruska. Že im to proste nedovolíme, že tu budeme stáť. Die Regierung des populistischen Ministerpräsidenten Robert Fico hatte dem Plan zugestimmt. Der Rundfunk würde abgeschafft und durch eine neue Organisation ersetzt werden. Unter anderem Journalisten und die Europäische Kommission kritisieren diesen Plan heftig. This is Europe's largest copper mine located in northern Sweden. Copper, along with 33 other raw materials, is considered critical for Europe's economy, which is why in the next 5 years, governments across the bloc will be pushing for projects like this one on European soil. I've come here to see what this means for the mining industry, for local communities, and for Europe's future. Okay.
everything is being electrified and everything will need copper. We need to start expanding and developing new copper deposits. We know how much a mine affects a reindeer herding community. They need this iron or the copper or whatever it is, so we have to move. On any country or a region for our raw material supplies, you know, it could entail risks for Europe in the future. I think it's very possible that we know we will see some local opposition when it comes to opening a new mine. In Marseille, der sonnigsten Stadt Frankreichs, kann man umweltfreundlich kochen und gleichzeitig Energie sparen. Der Solarofen hat sich also durchgesetzt. Wenn die Sonne auf die Spiegel trifft, erwärmt sich ein Schlauch, in dem Lebensmittel platziert werden. Durch das sanfte Garn in den eigenen Säften bleiben die Nährstoffe und der authentische Geschmack erhalten. Zwischen April und November nutzt Pierre-André Aubert fast ausschließlich Solarenergie, um zu kochen. Sogar die Michelin-Köchin Nadia Samoud ist von der Sonnenenergie begeistert.